herzlich willkommen zurück auf YouTube. Ich war lange weg, es hat verschiedene Gründe gehabt, lief alles dieses Jahr nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte, sportlich und gesundheitlich. Doch ein paar Stöcke zwischen die Beine geworfen bekommen, nach 2,5 Jahren dann doch mal noch Corona nicht vermeiden können. Und das hat mich dann leider doch in der Phase, die eigentlich mitentscheidend ist, um einen Herbstmarathon vorzubereiten, relativ lange rausgenommen. Hat sehr viel länger gedauert, zu einem halbwegs normalen Trainingslevel wieder zurückzukommen. Aber wir sind ganz offensichtlich in Berlin, wie ihr unschwer wahrscheinlich im Hintergrund erkennen könnt. Und ihr werdet euch erinnern, viele Videos, die wir im Frühjahr gemacht haben, waren ja hier in Berlin. Deswegen schließt sich auch so ein bisschen der Kreis. Es ist schön, irgendwie wieder ein bisschen zurück hier auch auf YouTube in die Bildfläche zu treten in Berlin. Wir haben ein vollgepacktes Berlin-Marathon-Wochenende. Ja, viele, die den Podcast hören, wissen wahrscheinlich, dass ich leider nicht selbst am Start stehen kann, um die vollen 42 Kilometer zu bestreiten. Aber ich freue mich trotzdem, hier wieder vor Ort zu sein, die Marathon-Magie mitzuerleben. Und haben eigentlich doch wieder ein ganz volles Programm, was für mich zumindest eine coole Mischung ist, auch natürlich die Running-Community zu treffen, meine Teamkollegen zu treffen vom Marathon-Team Berlin. Wir hatten jetzt dann auch sicherlich den ein oder anderen Messeauftritt, da können wir nachher im Detail drauf eingehen. Und so wie es aussieht, werde ich am Sonntag auch einen Teamkollegen, nämlich den guten Johannes Motschmann, ein bisschen unterstützen, in seinem Vorhaben eine neue Bestzeit zu laufen. Und wir werden natürlich hier versuchen, euch alle so ein bisschen mitzunehmen, was alles so anstand. Von Freitag, Teammeeting, Teambuilding über Samstag hier auf der Messe mit Erdinger, Community Run und Meet and Greet. Und Samstagmorgen hier drüben wird wahrscheinlich nicht im Kamerawinkel drin sein, gibt es aber auch noch den Generali Frühstückslauf, ja, so ein Event, was ich noch nie mitgemacht habe, weil es halt immer ein bisschen schwierig ist, wenn man selber die volle Distanz in Angriff nehmen möchte. Das werde ich am Samstag auch noch machen und bin mir sicher, auch Sonntagmorgen an der Startlinie mit einer Nummer an der Brust werde auch ich wieder ein bisschen Gänsehaut haben und werden euch dann die Tage jetzt mitnehmen. Erdinger, oder? Das haben wir schon durch. Sehr schön. Wir sind sehr entspannt gelaufen. Ich glaube, jetzt sind 5:30. Es ist ja immer nicht so einfach, so eine Pace zu finden, dass alle mitkommen. Und das ist ja das Ziel bei so einem Community Run, dass alle Spaß haben sollen, alle dabei sein sollen. Und ich denke, jetzt gehen wir in die Erdinger Lounge, werden ein entspanntes Alkoholfreies trinken und sonst noch ein bisschen quatschen. If you are passing, I think it's 25, 27 with the EVA, it's
So, auch wenn es für mich natürlich am Sonntag jetzt nicht auf die volle Distanz geht, versuchen wir natürlich trotzdem sowas auch zu Trainingszwecken zu nutzen. Das heißt, wir werden natürlich trotzdem die für uns übliche Marathonverpflegung nutzen, soweit ich das eben kann. Ja, das Ziel ist natürlich, Johannes Motschmann bis Halbmarathon zu begleiten. Und ich werde 3 Flaschen vorbereiten. Wenn ich einen vollen Marathon laufe, würde ich tatsächlich schon bei Kilometer 5 beginnen. Ja, 5 Kilometer, 10 Kilometer, 15 und so weiter. In der Regel dann 8 Verpflegungspunkte. Heute, beziehungsweise heute für morgen, bereite ich jetzt mal 3 Flaschen vor. Ich werde natürlich morgen früh vorm Rennen ordentlich frühstücken, üblicherweise 3 Stunden vorher. Und mache mir mal noch 3 Flaschen bereit. Ich sag mal 10, 15, 20. Falls es mir überraschend sehr gut geht, hätte ich dann noch die Option, vielleicht ihn noch ein paar Kilometer über den Halbmarathon hinaus zu begleiten. Und genau, hier keine Werbung für Volvic, aber ein Grund, warum Volvic hier jetzt gerade in der Verbindung mit Morten, was ich als Marathonverpflegung immer nutze, sehr, sehr gut ist. Das liegt am Calciumgehalt. Dieses Wasser bindet das Pulver ganz gut. Und deshalb, genau, hat sich das relativ bewährt. Ist auch tatsächlich hier aus dem Elite-Office, da haben sie kistenweise Volvic jetzt rangekarrt. Natürlich für alle Leute und natürlich auch für Elliot, die dann wahrscheinlich alle ähnliche Verpflegungsstrategien angehen werden. Morten ist ja auch offizieller Partner des Berlin-Marathons. Insofern kriegen wir das da auch alles gestellt, inklusive der sehr coolen Berlin 22 Editionsflaschen sozusagen. Die gab es, glaube ich, letztes Jahr auch schon als Sammlerobjekt. Und ansonsten haben wir jetzt hier die 320er Mischung. Es gibt sonst auch das etwas weniger kohlenhydrathaltige 160er Pulver. Ich nehme immer das starke. Das wird jetzt hier einfach, nehmen wir mal die etwas durchsichtigere Flasche, reingeschüttet. Sollte hoffentlich genau ausgehen eigentlich. Und 500 Milliliter Wasser. Und man muss eine so eine Packung auch wirklich mit 500 Milliliter Wasser anrühren, weil sich das sonst nicht zu dieser, ja, emulsionsartigen Verbindung löst. Das ist das Einzige, worauf man wirklich achten muss, weil es sonst doch zu Problemen kommen kann, was die Aufnahme anbelangt. Und dann muss man das jetzt so vielleicht halbe Minute, Minute schütteln. Man sieht das relativ gut, wann sich das dann komplett löst. Und das ist schon das ganze Geheimnis bei uns. Und jetzt klingelt mein Telefon. Dann gehe ich doch da mal ganz kurz ran. Auf dem schwarzen Untergrund könnte man mit dem weißen Pulver auch andere Dinge denken, sag ich jetzt mal. Aber vielleicht in Berlin auch nicht so ungewöhnlich. Ganz wichtig, auch was wir gleich noch erklären können, ist, das hier ist der offizielle Beutel, den wir Elite-Athleten oder Pacer eben bekommen. Da ist einmal dann die Startnummer drin, die sehen wir gleich noch. Und da sind aber vor allem diese Aufkleber drin. Und die sind gleich wichtig, weil ich muss dann auf die Flasche den Aufkleber drauf machen, wo ich diese Flasche möchte. Damit die dann hoffentlich morgen auch auf dem Tisch steht, wo ich sie brauche. Wenn man jetzt mischt, man könnte sonst auch noch hier, es gibt das mit Koffein versetzte 320er, da sind dann noch 100 Milligramm Koffein drin. Macht oftmals in der späteren Phase des Rennens auch Sinn, ne? Dass du dann sagst, okay, ich möchte vielleicht bei Kilometer 30 oder so noch ein bisschen extra Boost bekommen, dann sollte man sich das auch merken und entsprechend den Aufkleber auch anbringen. Beide. Potsdamer Straße, da glaube ich, abbiegt. Mhm. Und theoretisch könnte man Bülowstraße oder Kurfürstenstraße dann wieder zurück zum Richtung Interconti. Ja, genau. Kann ich noch ein bisschen auslaufen. Ja. Habe ich sogar fast einen Longrun morgen. Mhm. Bis einlaufen, 3-4 einlaufen, 2 auslaufen. Dann machen wir mal das Trikot. So Leute, neue Mission. Die Nummern sehen diesmal ein bisschen anders aus. Entscheidender Unterschied, Pace. Name vorne. Wollte gerade sagen. Und Pace-Bezeichnung hinten. Warum Pace hinten? Damit natürlich die Leute, die einem hinterherlaufen sollen, auch gleich wissen, ob man richtig ist. Neuer Nachname. Genau. Kurzen Nachnamen geändert. Pace.
So, wir haben jetzt soweit alles vorbereitet für morgen. Wettkampfausrüstung liegt bereit. Der Chip ist schon mal am Schuh befestigt. Auch was man definitiv nicht am Wettkampf morgen noch suchen möchte. Drei Flaschen vorbereitet. Ich hoffe, dass ich Johannes bis Halbmarathon begleiten kann. Das habe ich schon gesagt. Wir werden voraussichtlich Richtung 65,0 für den Halbmarathon anlaufen, was ungefähr einem Kilometerschnitt von 3,05 entspricht. Und ja, wir sind jetzt Samstagnachmittag, früher Abend, sage ich jetzt mal. Kann sich immer noch ein bisschen was ändern, wie das üblich ist bei so einem Marathon. Da ist eben nicht alles in Stein gemeißelt. Technical Meeting war zwar schon, aber es gibt natürlich immer noch hin und her und verschiedene Gruppen, die sich dann vielleicht auch mal noch verändern. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es dabei bleibt. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen früh gesund und munter und fresh, voller Vorfreude auf den Berlin Marathon 2022.